Hallo liebe Leute, und da sind wir wieder. Und ich mache heute ein Interview über Ferien. Und das beginnen wir. Wie heißt du? Mein Name ist Yaren. Wo warst du? Ich war 2 Wochen in der Türkei. Wie war es dort? Heiß und anstrengend. Wie findest du es dort? Es ist meine Heimatstadt, ich liebe es. Danke. Wie heißt du? Hallo, mein Name ist Sila. Wie war es dort? Es war sehr heiß. Was hast du dort gemacht? Ich war schön essen und habe mein Leben genossen. Danke. Was hast du, wie heißt du? Ich heiße Sarah. Was hast du im Ferien? Ich war auch in der Türkei für 2 Wochen. War dort der Durchspann? Wie bitte? War dort der Durchspann? Ja, ich war sehr oft unterwegs. Danke. Wie heißt du? Celal. Wie warst du? Ich war auch 2 Wochen in der Türkei. Ich war schwimmen, essen, alles, was man machen kann. Danke. Tschüss. Hallo Leute, willkommen wieder zurück. Ich habe den Gustav gefunden, heute jetzt mal gesehen, und ich werde ihn jetzt ein Interview machen, ein paar Sachen, nur eine Sache fragen, und über die Sommerferien, was er gemacht hat. Und er wird mich anschließend dann fragen. Beginnen wir. Was hast du in den Sommerferien gemacht? Ich habe in den Sommerferien, also ich war auf 2 Urlaub. Ich war auf einem Kinderurlaub in Mariazell in der Steiermark. Und ich war auf Familienurlaub mit meiner Mutter, mit meinen 2 Geschwistern im Oberwölz, auch in der Steiermark. Und es war echt cool dort. Wir waren im Kinderurlaub, sind wir 2-mal schwimmen gegangen und hatten 7-mal Disco. Und im Familienurlaub waren wir 6-mal schwimmen und ja, haben leider keine Disco gemacht. Ja. Und was fandest du am interessantesten? Ich fand das Schwimmen. Das Schwimmen war echt cool. Das fand ich cool. Und ja, jetzt bin ich dran. Wie war dein Sommerferien? Ja, sehr. Wie waren deine Sommerferien? Ist sehr cool. Ich war in Deutschland, Berlin. Wir waren in Tropical Island und waren schwimmen und sind mit dem Boot gefahren. Ja. Und sind sehr oft Fahrradfahren gegangen. Ja. Cool. Nice. Und abonniert bitte meinen Kanal namens Team Gustav. Und es würde mich sehr freuen, dass ihr mich abonnieren würdet, liken und immer in die Kommentare schreiben. Und ich bin sehr froh, dass ich in der Lauren Harig Army bin. Ciao. Super. Ja, ciao. Windrad einfach. Windrad. Gib hier, ich schneide dir dort vorne. Da fällt gerade die große Messer.
Babyblätter und wir machen wieder ein Interview über Ferien und wir beginnen. Wie heißt du? Vanessa. Wie war es bei dir in Ferien? Bis jetzt noch nicht spannend. Was hast du in den Ferien gemacht? Bis jetzt habe ich gearbeitet, ja. Wie war es in den was hast du in den Ferien gemacht? Ich habe bei der ÖBB gearbeitet. Ja, ich hatte einen Ferialjob. Danke. Wie heißt du? Naomi. Wie war es in den Ferien? Hey, chillig. Ich war kurz weg und jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Okay, danke. Was hast du in den Ferien gemacht? Arbeiten und Urlaub, ja. Wo warst du in den Ferien? Deutschland, Berlin und München. Danke. Und tschüss. Super. Hallo liebe Leute, ich bin Natona Harris und wir sind in Deutschland. Und dieser Drache Zähne putze ich gerade. Jetzt die Zähne. Hallo Blatt und wir machen ein Interview über Ferien. Wie heißt du? Ich heiße Angela. Was hast du in den Ferien gemacht? Nicht viel, ich war in Serbien, hab nicht so viel gemacht. Wie war es in Ferien? Es war sehr schön. Wie fandest du die Ferien? Ich fand sie echt schön und entspannend. Danke. Wie heißt du? Kathi. Was hast du in den Ferien gemacht? Ich war in Griechenland. Wie war es dort? Heiß. Was hast du dort gemacht? Schwimmen. Danke. Wie heißt du? Nati. Wie war es dort? Schön. Ruhig. Was hast du dort gemacht? Ich war schwimmen. Ja. Ich war schwimmen, ja. Und wie war es dort? Schön. Danke. Und wir sind fertig mit dem Interview. Tschüss. 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 Ciao. Hallo Leute, wir kommen ja wieder zurück und ich habe ein Mädchen gefunden und werde ihr ein paar Fragen stellen über die Sommerferien und beginnen wir. Aber zuerst mal, wie heißt du denn? Ich heiße Dorcas und ich bin 8 Jahre alt. Und ich war im Ozeanpark und ich war in Belgien mit meiner Mutter. Wir waren spazieren und da war ich am Schiff. Und am Strand und das war's. Und was fandest du am interessantesten? Und was fandest du am interessantesten in deinen Sommerferien? Wo wir am Strand waren. Und wo wir am Schiff waren, das war's. Toll und danke für das Interview und tschüss. 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 Hallo, ich habe einen Bub gefunden, ja, und ich werde ihm ein paar Fragen stellen. Wie heißt du? Nikolas und bin 6 Jahre alt. Was nochmal? Ich bin Nikolas und bin 6 Jahre alt. Okay, Niklaus, was hast du in den Ferien gemacht? Wir waren schwimmen, waren bei, wo waren wir? Steiermark. Wir waren bei Steiermark, Oberwölz und das war echt cool. Wir waren bei einem Hotel, waren fast immer schwimmen und ja.
Ja, cool. Ja, tschüss. Hallo liebe Leute und willkommen wieder zurück. Und gerade wie ihr gerade seht, essen wir so afrikanisches Essen, Rindfleisch. Da ist Rindfleisch und da ist Beignet, so gesagt Topfen. Da ist Topfen, aber man nennt es Beignet auf bei uns. Und ja, lass mal essen. Guten Appetit. Das schmeckt gut. Also guten Appetit und ja. Oh nein. Das ist ja sehr dreim. Und tschüss, gehört, da zählt jemand nie eine Bombe auf. Wirklich da drüben. Entschuldigung, ich esse. Ich habe noch etwas im Mund. Nichts. Guten Appetit und fertig. Guten Appetit. Hallo liebe Leute, und wir machen ein Interview über Ferien. Und wir gehen jetzt. Wie heißt du? Ich bin Mama Mimi. Ich bin Mimi. Danke. Und was hast du in den Ferien gemacht? Oh, in Ferien, ich war ein bisschen schwimmen, ich war spazieren in ein Geschäft, ich war ein bisschen auch in Burgenland gegangen. Was hast du in den Ferien gemacht? Sie hat mich gefragt, sie hat schon gesagt, ich war in Burgenland. Jetzt, ich mache eine Barbecue, das ist eine Ferien, ich mache eine Barbecue, die Leute können ja essen, kaufen, alles. Danke. Wie machst du so das Essen? Ja, das ist afrikanisches Essen. Ich mache das selber. Dann ich koche das sowas selber. Das ist Fisch, das ist Ziege. Alles ist afrikanisches Essen. Das ist ein Barbecue. Barbecue, alles kannst du grillen. Okay, danke. Bitte. Tschüss. Hallo liebe Leute, ich werde jetzt Lingala sprechen, eine afrikanische Sprache. Ja. Mbote. 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 Kumbunayo Nani. Kumunanga Mama Giselle. Kumunanga Mama Nora. Ozolia Nani. Nazolia Kwanga. Makayabu, Mtaba, Pilipili, Nazo Mela, Chouve Carte. Oui. Tschüss. Merci, tschüss. Oui. Oui. Bonjour, Salah Nini. Toye, Ezali, terrain, Eza organisé par Papa, Jona, Mama Mimi. Nous avons soutenu les banques avant, nous avons déjà avant, et tant que nous avons eu un peu de temps. Oui, maman disait à l'objet, nous avons vraiment un terrain, un banan, un terrain. Nous avons une ambiance bien, moi, je suis cassé, je suis bima. Donc, moi, je stress, je suis coupé l'équipe vraiment, et nous avons eu un terrain. C'est ça, tout ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de s'abonner massivement à la chaîne, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et ça, il y a Laurent Harry, YouTube, pour s'abonner. Donc, bon, moi, il y a une ambiance, il y a un peu de temps, il y a vraiment qui toque, ma casse, vraiment, sœur chaîne. Ok, donc. Merci. Noir, tschüss. Mama. Hallo, ich mache jetzt eine Sprache auf Lingala. Gumbote.
Mbote. Gombo na yo nani. Ola nga mama Olga. Oso sala nini awa. Bon, toye awa na piknik ya mama Mimi. Ozo mona ka ndenge batumbi, bazo tumba mbisi, musuni, donc toye awa na cadre ya piknik. Ya. Yeah. Ok. Merci. De rien. Bye bye. Bye bye. Hallo, liebe Leute, und da sind wir wieder und wir machen ein Interview über Ferien. Was hast du in den wie heißt du? Ich heiße Nazif. Nazif, was hast du in den Ferien gemacht? Ich war in Bosnien, habe Fußball gespielt in einem Verein. Wie war es dort? Es war sehr gut, also es gab gar keine Probleme, es war schon gut. Was war gut? Also es war schon gut zum Sehen, wie die Kinder dort Fußball spielen und wie die Kinder hier Fußball spielen, weil dort spielen sie viel schwächer und viel langsamer halt. Was war schlecht? Es gab eigentlich gar keine Probleme, also alles war gut. Okay, danke. Und wir sehen uns später. Tschüss. Hallo Leute, und dann machen wir ein Interview über Ferien. Boote. Boote. Gombo na yunani. Gombo langa papa Peter. Oko sala is wana nini. Atena ego vanda na terre pona kozwa mu pepe. Ok. Olie kinini. Na lie. Ah, na lie te mena lie ka nandaku. Na lie ki ngulu. Ok. Merci. Okay, bye, bye. Hallo, und da sind wir wieder. Und wir machen ein Interview über Ferien. Was hast du in Ferien gemacht? Also, ich war in Bosnien, habe Fußball gespielt in einem Verein. Wie war es dort? Wie es dort war, eigentlich super. Also, es gab keine Probleme, es war super. Was hast du dort gemacht? Ja, Fußball gespielt. Okay, danke. Tschüss. Was hast du in den Ferien gemacht? In den Ferien habe ich so viel Spaß gemacht. Ich war mit meinen Kindern überall im Kino. Baden, spielen. So viel Spaß gemacht. Fußball spielen. Es war so. Aber es ist noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Ich habe noch keine Worte gemacht. Wie war oder wie war? Wie war super. Wow, war sehr, sehr gut. Am Trinken, Ferien ist immer sehr gut. Wir haben Fußball gespielt, wir gespielt, wir gelaufen, wir haben Fitness gemacht. Hallo liebe Leute. Ja, und in der Kommentare steht auch die Handynummer und jeder, der mitmachen will, kann auch in der Kommentare schreiben oder anrufen. Hallo liebe Leute, ja, und unten bei diesem Video unten steht die Nummer und jeder, der mitmachen will, kann auch einen Termin machen und auch anrufen. Tschüss. Hallo liebe Leute, und da sind wir wieder. Und wir machen ein Interview über Ferien. Und wir beginnen. Wie heißt du? Hallo, grüße, ich bin der Ives Mubobo. Was hast du in den Ferien gemacht?
Puh, ich habe ein paar Dinge hier gemacht. Ich habe Fußball mit Freunden gemacht. Wir haben Fußball gespielt. Wir sind manchmal ins Kino gegangen mit ein paar Freunden. Und ich bin mit der Familie ein bisschen hin und her in Österreich vandaliert. Wie war es in den Ferien? Das war wirklich super. Es hat mich wirklich gefreut. Und ich möchte, dass einfach die Ferien einfach weitergeht. Danke. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss, Papa. Hallo, ich bin Alexia. Ich mache ein Interview. Wie heißt du? Ich heiße Jojo. Ich heiße Alex. Was hast du in den Ferien gemacht? Ich habe leider keine Ferien, aber ja jetzt, dabei spiele ich Fußball mit den Freunden. Mhm. Macht das Spaß? Oh ja, das macht mir Spaß. Fußball gibt mir auch Spaß. Mhm. Jungs, seid ihr bereit? Tschüss. Ja. Tschüss. Danke. Okay, bye. Ja. Bote. Bote na yo. Bote na yo. Sangonini. Jade. Sangomalamu. Sangomalamu. Oso sala nini awa. Nazo sala fête. Merci. Au revoir. Merci beaucoup et je vous dis aussi au revoir. Bye. Hallo. Hallo, ich rede jetzt Lingala in der Afrikanersprache. Ja. Mbote. Mbote ming. Kombo na yonani. Kombo na ngai titi. Nini ulioki? Naliaki mbisi. Oui. Oui. Yo salon nini. Awa. Nae kotambu sabana awa. Oui. Como na yo nani? Como na bango? Como na bango mi bale? Bama pasa bazalo kola yo so ya mo li pasa. Ye panda. Nazo sa interview. Como na ye panda? Ali pasa panda. Como na toya? Gloria. Oui. Yana bamoyo. Oui. Oui. Comme on est Rebecca. Oui. Comme on est Rebecca. Oui. Jésus. Merci. Merci, Mingina Yupé. Au revoir. Au revoir. Hallo Blatt, und wir machen ein Ferieninterview. Wie heißt du? Leonella. Was hast du in den Ferien gemacht? Ich war im Urlaub und war sehr viel mit meiner Familie draußen. Wie war es dort? Es war super und sehr schön. Was hat dir gefallen? Mir hat es gefallen, wo wir in Italien am Meer waren und sehr viel zusammen gelacht haben. Okay, danke. Was war schlecht? Es war schlecht, wo es einmal geregnet hat. Da war es sehr schlecht. Da konnten wir gar nicht rausgehen. Okay, danke. Tschüss.
Hallo, ich mache ein Interview. Ich spreche in Lingala und das ist eine afrikanische Sprache. Ich beginne. Mbote. 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 Mbote mingi. Kombo na yo nani? Kombo na ngai mama Kabibi. Kombo na ngai papa Marcel. Oui. Yoko Shalanini. Toye na terrain. Tu es aux hommes pépé na terrain. Nino lia. Nino. Elie. Tolie kwanga na taba. Tolie taba makayabu na kwanga. Merci. Merci. Merci na yope. Au revoir. Ferien gemacht. Also ja, ich war in Belgien, ich habe mit meiner Familie, ich habe in Belgien spaziert mit meiner Familie, mit meiner Cousine und wir waren am Strand und dann nächster Tag waren wir am Schiff. Da waren wir eine Stunde also mit dem Schiff gefahren, da haben wir Hotel geschlafen und dann waren wir hier in Handelsgen Ozeanpark, da habe ich gespielt alleine und das war's ja. Danke. Tschüss. Hallo liebe Leute und wie ihr seht, tanzen wir und mit Spaß und es ist echt cool mit Freunden, Familie, ist echt cool. Also finde ich echt cool. Und abonniert bitte meinen Kanal und den Kanal von Lauren Tarich. Jetzt alle tanzen! Wir waren bei Steiermark, Steiermark Oberwölz. Und wir waren 6 Mal schwimmen und wir waren bei einem Hotel. Und wie war es? Wie war es? Gut, aber am schlimmsten war nicht gut, dass die Glocke die ganze Zeit geklingelt hat. Im Hotel? Ja. Und was war das Spannendste? Keine Ahnung. Okay, tschüss, das war's ein bisschen wie... Aber das Coolste war, dass wir 6 Mal schwimmen waren. Und was war schlecht? Was ich dir gerade erzählt habe, die Glocke. Okay.
Aufpassen, nein.